Hallo Freunde, so der heutige Tag ist für euch vielleicht nicht ganz so spannend wie für mich. Ich bin wieder mal in Zürich, mit schönstem Wetter, an einem Business-Termin gewesen, der euch dann auch irgendwann mal betrifft. Wird super spannend. Ich habe das Gefühl, irgendwie der Wind blasst mir mal wieder um die Ohren. Verdammt. Ja, in jedem Fall habe ich jetzt so ein paar Minuten Zeit. Hallo Tram, bevor ich zum nächsten Event gehe und Leute premiere. Ich bin ungeschminkt, also echt Augenbrauen habe ich gemacht und so ein bisschen Blush und so. Aber schön so Lidschatten, Mascara, ich habe es zwar mitgenommen, aber... Und das, ja, es ist übrigens das spooky Dings-Event, das ich euch schon erzählt habe. Hallo Bus, da, viel zu laut hier in Zürich, Mann. Ja, das ist jetzt, da gehe ich jetzt hin und wie ihr seht, bin ich alles andere als schick, als irgendwie schick oder spooky Glamour, spooky chic, was ist das? Spooky chic, glaube ich, angelegt. Aber was wollte ich machen? Ich war sicher nicht pechschwarz mit irgendwie, keine Ahnung was, so ein Business Meeting, Mann, nur nicht. Nein, aber wir gehen jetzt her, haben noch ein paar Minuten und jetzt chillen wir einfach mal hier. Obwohl ich von Hunger fast sterbe. Aber ich sage jetzt sicher wieder Apero. Und die Leute wissen, wenn ich dort auch wieder sehe. Endlich wieder einmal. Die dürfen raten und die 3, 2, 1. Seht ihr es? Anna! Hallo! Wir sind hier am Event angekommen. Es ist sehr dunkel hier drin. Aber hier wird schon fleissig gestylt. Es ist dunkel, es kann nicht fokussieren. Egal. Hier wird gestylt auf jeden Fall. Seht man, oder? Ja, ja, sieht man. Sieht man. So süß. Okay, kann mir irgendjemand verraten, wenn ich das wieder rausbringen. Ein verdammtes Vogelnest! Oh mein Gott! So, ich komme jetzt gerade zum Babyliss Event. Ihr seht an meinen Haaren, sie sind schön lockig. Ja, weil ich es bis jetzt nicht geschafft habe, die ganzen Goodie Bags aufzumachen und selber das erste Mal überhaupt reinzuschauen. Und es ist ja noch das Neueste dazugekommen, habe ich mir gedacht, so, ich mache es einfach jetzt noch schnell. Und ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach, wie ich es auch bekommen habe. Also zuerst muss ich sagen, ich habe auch noch eins hier von Sennheiser. Da weiss ich aber schon, was drinnen ist. Da musste ich mal reingläuseln. Das war noch von Berlin, Anfang August. Da hat es so funny Kleberchen drauf, die wahrscheinlich kein Soul jemals irgendwie braucht oder so. Sorry. Aber die Kopfhörer, die drinnen sind, hure geil, Leute. Wireless. Und sie sind sehr gut, also das muss ich effektiv sagen. Ich habe sie noch gerade nicht... hier genau, mit Noise Guard und so weiter. Also, also wirklich so mit Knöpfen, so direkt am Hörer steuern und so weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist schade, leider, sie sind schwarz, weil... Abgesehen von jetzt, wo es so ein spooky Event war, hat es gesagt, so Halloween-Touch, habe ich halt nicht sehr viel schwarz an. Darum, ja, aber sie sind der Hammer und ich freue mich sicher mal, die mal auszuprobieren. So viel zu Sennheiser, genau. Und nachher bin ich bei Google und bei dem Event, wo Leo und ich von den Kunden geredet haben. Von Google-Kunden, der hat ein Goodiebag gehabt, da haben wir drinnen Google Preferred, so eine, also so eine Brille. So eine 3D. So eine 3D-Brille irgendwie. Aha, ja genau. Da muss man natürlich aber zuerst noch irgendwie eine App abladen und das Handy da vorne reinschieben, bevor man überhaupt irgendwie etwas sieht. Das ist sicher auch irgendwie... Ja, also was genau... Ja. Ah, hier kann man genau den Code einscannen. Das steht da drauf. Also was drauf ist, habe ich keinen blassen Schimmer. Dann habe ich hier... Oh. Ein Tüchli, ein Frotte-Tüchli, ein weisses. Ich will so wahnsinnig gerne Frotte, also weisse Frotte-Tüchli haben. Ja, als Frau ist im Fall, sind im Fall weisse Frotte-Tüchli echt das Schlimmste, weil du hast immer irgendwie Make-up-Reste irgendwo. Und ja, es ist einfach... Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Hier hat es so ein Google-Zeichen drauf. Ich kann ehrlich sagen, ich weiß irgendwie nicht, was für eins das ist. Aber hat eigentlich mit der Google-Farbe und so. Okay. Ja, ah ja, Günther. Sag jetzt alles von Günther. Dann habe ich hier drin... ja genau. Ein YouTube-Schweiz
Notizbuch. Und Leute, das ist Limited Edition. Es gibt, glaube ich, 100 Stück von dem nur. Und ich habe hohe Freude. Das ist so schön. Und ich glaube, ich würde es einfach evakuieren und nie mehr aufmachen und erst recht nie brauchen. Und es ist ganz vorsichtig wieder in die Tüte rein. Und es soll ja nicht umkippen. So. Nachher bin ich, glaube am. Ich weiß es nicht mal mehr. Es war, glaube ich, Lidl gewesen. Machen wir zuerst Lidl. Ja, so ein Fashion-Event. Heidi Klum hat ja für Lidl so ein Dings kreiert. Sorry, ich habe gerade reingelöst. Ich habe gedacht, what the hell, was ist das? Genau, so eine Modellinie irgendwie. So. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt Sachen gesehen. Und ja, also es ist von der Qualität her, aber was erwartet man anders? Sie ist halt wirklich nicht sehr hochwertig. Und in diesem Goodie-Bag hier mit dem Hashtag Let's Wow hat es drin, wow, eine Fluselrolle oder wie das auch immer heisst. So für Katzenhaar. Ich habe zwar keine Katze, aber für Katzenhaar. Nein, oder für Hundehaar. Und dann hat es hier drin Keksliebe. Ein handgemachter Keks. Handgemachter Keks, der so aussieht wie eine Lederjacke. Finde ich noch easy, aber also ich weiß nicht, ob ich den essen will. Er sieht schön aus zum Essen. Dann hat hier drin Party Popper. Kein Feuerwerk. Aha. Mit Comic Sans Schrift drauf. Oh mein Gott, Comic Sans, er braucht das heutzutage schon noch. Und oh, eine Handlotion. Also eine Handcreme. Da hätte ich mir nicht das hure 8-Pack Handcreme müssen kaufen in dem Fall. Mal. Schmeckt gut. Kann ich mich nicht beklagen. Gar nicht. Ui, sie brennt ein bisschen. Aber ja. So viel zu leiden. Kommen wir jetzt zu Kiko. Oh mein Gott, da habe ich keine Ahnung, was drinnen ist. Außer etwas, was ich selber reingeschoben habe. Genau. Ich habe nämlich noch etwas einfach reingeschoben. Nämlich das hier. Wir haben ja am Event selber. Wie ich auch gefilmt habe, so eine Kalligrafie-Künstlerin hatte, die ein Kärtchen gemacht hat, wo ich «Ciel Noir» draufschreibe. Das finde ich hure schön, das würde ich dir sicher aufstellen. Wie mir, ich finde es auch schön, muss ich wirklich sagen. So. Genau, und jetzt, oh Gott, also das ist so schön, oh. So mit Holo und so, richtig spektakulär. Oh shit. So, okay, oh, das ist mega schön. Kiko Milano bei Isa Arfen. Also so eine, man sieht, es ist mega schlicht, aber es ist irgendwie so asiatisch angekocht. Das hat man auch schon gemerkt am Event natürlich. Und mit der ganzen. Oh, macht man das auf? So. Ui, shit, da ist hure viel drin! Oh, krass! Okay. Holy shit. Also. Zwei Eye Pencil. Eins ist Nummer 1 und das Nummer 3. Also immer das für Farben sind. Hey, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so auftun soll. Also wenn euch Make-up nicht interessiert, müsst ihr es jetzt auch überspringen. Ah, rot. Ist einfach rot. Fuck, ist wirklich rot. Also ein roter Eyepencil. Okay. Interessante Farbe. Rot für die Augen, finde ich aber geil irgendwie. Und schwarz, ja. Okay, das ist das 1 natürlich. Nein, das ist das 3. Hä? Rot ist das 1 und schwarz ist das 3. Ja, dann habe ich hier. Das ist so zweimal das gleiche. Blush. Eins nimmt 1 und nimmt 2. Sehr spezielle Form für ein Blush. Ah, das ist so Creme Blush. So eine schöne Rosa. Und hier. Ist das nicht das gleiche Rosa? Oder sieht die einfach so hure gleich aus? Ah nein, es ist ein Mühl dunkler. Aber auch noch ein Mühl. Aber sie sind mega schön. Ich probiere sie jetzt nicht aus. Für das habe ich einen Beauty-Kanal. Das kann ich dort machen. Ja, dann habe ich hier einen matte Lipstick. Aha. Das sieht aus wie ein Nagellack. Krass. Aber eine mega krasse Farbe. So mega so dunkel. Jetzt für im Herbst. Geil. So violett. Richtig
vierte Richtung. So. Nein, also du sollst eben, du sollst alle swatchen und so, das ist vielleicht auch nicht für alle interessant. Was ist das? Cushion Eyeliner. Ah, echt so schwarz. Wirklich so mit einem. Okay, krass. So, es hat so ein Schäumchen drin, also so ein Wetterchen drin, das habe ich noch nie gesehen, das ist voll crazy. Okay, ja, das könnte... Also ich bin schon gespannt, das sicher mal auszuprobieren, auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Silicone Sponge, den packe ich jetzt mal nicht aus, jeder weiß, wie ein Silicone Sponge aussieht. Holographic, Leute, Eyeshadow Palette. Ich weiß nur, ich kann mich daran erinnern, es hat zwei Farben gehabt. Welche Farbe ist echt das? Oh ja, das ist die geile. So schwarz und hier so richtig so weiß mit so Blauschimmer drin. Das ist nice. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Die zweite Farbe war, glaube ich, so braun mit rosa-rot Schimmer. Also braun und weiß mit rosa Schimmer. So. Und hier haben wir noch ein Spiegel. Ich muss aber gleich gucken, wie das Spiegel aussieht. Aha. Okay. Ja. Ein Spiegel, ja. Cool. ja. So viel dazu. Wurde geil. Ich bin mega gespannt, das auszuprobieren. Und jetzt eben heute bin ich bei Babylace. Und hier gibt's. Was hat sie hier? Oha. Was? Ah, krass, okay. Drei Haarbürsten. Eigentlich eine Rundbürste, keine Ahnung, noch nie in meinem Leben eine Rundbürste gebraucht. Mal, als ich kurze Haare hatte, also so bobmässig. Und es ist echt da, also ja, einfach eine flache Bürste. Oh, die sieht interessant aus, jetzt so kurze und längere Bürste. So. Okay, da bin ich gespannt. Okay. Ja, keine Ahnung, wann ich so... Ich habe keinen Platz in meiner kleinen Wohnung. Aber darum tust du es eigentlich wahrscheinlich meinem Mann. Die kann ich auch nicht brauchen. Aber meine Mama kann sie sicher brauchen. Und wenn sie sie nicht kann brauchen, dann zwinge ich sie einfach. Nein, also, das war es von heute. Hat ein bisschen länger gedauert mit diesem Unboxing. Aber es war schon recht viel. Und ich habe es wirklich probiert, kurz zu halten. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss!